In den letzten Jahren hat man ja immer wieder darüber diskutiert, sind eigentlich die Comic-Verfilmungen von Marvel oder von DC cooler? Eigentlich ist es ziemlich egal, denn ich habe mir bei den DC-Comic-Verfilmungen jetzt einmal 5 Filmfehler rausgesucht und die präsentiere ich euch gemeinsam hier in der Filmlounge mit Entertain TV und der Telekom. Die erste Comic-Verfilmung, die ich mir ausgeguckt habe, ist Batman, also die erste Verfilmung von Tim Burton. Da spielt Jack Nicholson noch den Joker. Und die sind mal wieder unterwegs auf einem Raubzug und machen ziemlich Radau in einem Museum. Und da sehen wir auch im Hintergrund ein Porträt von einem Mann, der geht so glücklich schaut. Und das wird mit roter Farbe beschmiert. Wenig später sehen wir dann aber auch Jack Nicholson wieder so ein bisschen rumtanzen. Und im Hintergrund ist das Bild komplett sauber. Wie geht denn das? Ja, und ein paar Sekunden später ist es dann auch plötzlich wieder genauso beschmiert wie vorher. Das ist ein klassischer Fall für das Continuity Management. Wir bleiben bei Batman, springen aber ein paar Jährchen, nämlich zu Batman Begins. Und da sitzen Rachel und Bruce im Wagen und führen eine Unterhaltung. Und da ist dann Rachel auf einmal jetzt gar nicht so erfreut und knallt Bruce eine. Ich bin keiner von deinen guten Menschen, Rachel. Wie meinst du das? All diese Jahre wollte ich ihn töten. Jetzt kann ich es nicht. Dein Vater würde sich für dich schämen, Bruce. Ist es jemandem aufgefallen, was dort äußerst dubios ist? Falls nicht, kann ich euch beruhigen. Gemeinsam mit meinen Freunden von der Telekom gibt es ja das Produkt Entertain TV. Und da sieht man eben auch direkt die Vorteile von IPTV, dass man nämlich einfach zurückspulen kann, wie man will. Ne? Also auch während man gerade Fernsehen schaut, stopp. Der Dominik hat gesagt, da gibt es doch einen Filmfehler und da spulen wir zurück. Und das machen wir jetzt auch mal. Ah, zurückgespult und achtet doch mal auf die Frisur von Bruce Wayne. Ich bin keiner von deinen guten Menschen, Rachel. Wie meinst du das? All diese Jahre wollte ich ihn töten. Jetzt kann ich es nicht. Dein Vater würde sich für dich schämen, Bruce. Ja, diese Frisur, die ist nämlich auf einmal völlig durcheinander und nur wenig später sitzen die Haare wieder perfekt frisiert, bis ihm einfällt, Moment mal, ich hatte doch gerade eine Wuschelfrisur. Ja, da sieht man auch, das sollte wohl so nicht sein, aber auch einem absoluten Starregisseur wie Christopher Nolan passiert eben so etwas mal. Der dritte Filmfehler und wieder hat Batman seine Finger im Spiel. Was ist denn da los? Bei Batman wie Superman bekommt nämlich Wonder Woman eine E-Mail von Bruce Wayne. Und da kann man ziemlich deutlich sehen, dass der Anhang 24 Megabyte groß ist. Offensichtlich ist es aber eine Zauber-E-Mail. Ja, irgendwie so eine verwunschene ZIP-Datei, die man öffnet und daraus entstehen 4 Dateien, die dann völlig unterschiedliche Größen haben, mal mit über 500 Megabyte, über 200 Megabyte, wo man sich wirklich die Frage stellt, wie soll das denn bitte funktionieren? Aber ja, in diesem Comic-Universum scheint einfach alles zu gehen. Wer sind Sie? Wo waren Sie? Wir wissen ja alle, dass Superman ziemlich super ist und so auch bei Man of Steel. Als er noch als Clark Kent auf diesem Fischerboot arbeitet, braucht er plötzlich ein Seil. Und wir sehen auch im Hintergrund, dass das da wie Kraut und Rüben rumliegt.
Und das ist natürlich ziemlich ärgerlich und keiner hat auch Zeit, im Film zu zeigen, wie man irgendwie noch so ein Seil entknotet. Dementsprechend... ist es dann auch einfach plötzlich ganz fein, säuberlich aufgereiht, sodass es zur Benutzung, zur freien Verfügung steht. Ja, so einen magischen Superman-Blick, den Entknotungsblick, den hätte ich gerne mal bei meinem Kopfhörer vom MP3-Player, aber ich bin eben nicht Superman. Ich weiß, gerade bei Filmfehlern wird man manchmal so ein bisschen zum Klugscheißer. So jetzt auch bei Suicide Squad, aber ganz im Ernst, wenn die Amerikaner bei einem Film wie das A-Team den Kölner Dom hinstellen und sagen, sie sind in Frankfurt am Main, okay, da liegt ein Meer dazwischen. Aber bei Suicide Squad zeigen sie, dass sie sich mit ihrem eigenen Land nicht auskennen. Was, wenn Superman entschieden hätte, herzufliegen, das Dach vom Weißen Haus aufzureißen und sich den Präsidenten direkt aus dem Oval Office zu schnappen? Welchen von diesen 5 Filmfehler fandet ihr denn am krassesten oder am auffälligsten, dass man sagt so, hey, warum ist der denn wirklich so im Film gelandet? Schreibt das gerne mal in die Kommentare oder schaut euch gerne die erste Folge Filmfehler an. Die habe ich auch gemeinsam mit Entertain TV präsentiert. Die verlinke ich euch, genauso wie die letzte Spoiler-Ecke, warum man eigentlich absurde Actionfilme wie Triple X braucht in der Filmgeschichte. Verlinke ich euch, schaut da gerne drauf und dann sehen wir uns bald wieder hier in der Filmlounge. Macht es gut und adieu.